Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Herzlich willkommen zu meiner Episode zum ersten perfekten Satz. Der erste perfekte Satz, gibt es denn überhaupt? Grund für diese Aufnahme ist ein Coaching, was ich diese Woche hatte. Und es ist einfach immer wieder unglaublich, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die tatsächlich ihre Bewerbung starten mit: Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige vom als in gelesen. So, jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, Sie haben auf eine Stelle 300 Bewerbungen und die fangen alle mit dem gleichen Satz an. Ganz ehrlich, da ist es fast egal, was im ersten Satz anderes steht. Sie sind schon ganz froh, wenn Sie mal eine Bewerbung haben, die anders aussieht. Scherz beiseite, mittlerweile gibt es, glaube ich, einige, die auch da erste Sätze anders formulieren, aber es gibt tatsächlich immer noch so viele. Das heißt also erstmal, was sollten Sie definitiv nicht machen? Bitte niemals am Anfang schreiben, hiermit bewerbe ich mich als, oder die ganze Stelle nochmal wiederholen, habe ich auch ganz häufig jetzt in der letzten Zeit nochmal gesehen, dass die ganze Stelle wiederholt wird mit allem Drum und Drans, was dann zwei Zeilen kostet. Es ist alles nichts, was dem Personaler zusätzliches Wissen offeriert. Es ist schon da, nämlich ich habe die Bewerbung vorliegen. Ja, also ich als Personaler habe die Bewerbung vorliegen, das heißt, Sie brauchen nicht reinzuschreiben, dass Sie sich hiermit bewerben. So, und bitte auch nicht, Sie sind so ein tolles, innovatives Unternehmen. Das sind so Sätze, die einfach copy-paste in jeder Bewerbung eingefügt werden können. Und es ist definitiv nicht wirklich individuell. Also von daher, der erste Satz ist so das, wo der Personaler denkt so, oh super, hat sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, oder oh, okay, ist so eine 0815-Bewerbung, lese ich halt einfach mal durch. Also sobald der erste Satz ein Eyecatcher ist, guckt der Personaler einfach nochmal genauer hin. Ist so. Also das ist, wie wenn Sie ein Buch aufschlagen und anfangen zu lesen. Wenn der Anfang Sie nicht interessiert, lesen Sie nicht weiter. Von daher, jetzt habe ich gesagt, wie es nicht sein soll. Wie soll es denn sein? Also es gibt im Prinzip die Punkte, ich muss mir überlegen, was biete ich dem Unternehmen an, beziehungsweise welchen Nutzen hat das Unternehmen von mir? Und da kann ich direkt versuchen, einen Satz zu formulieren, dass der Personaler sagt so, ja genau, das suche ich. Oder ja genau, hat sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Oder vielleicht auch irgendein Eyecatcher, irgendwas Besonderes, irgendwas, womit der Personaler vielleicht nicht rechnet. Wie komme ich zu solchen Sätzen? Indem ich natürlich, wenn ich mich irgendwo bewerbe, erstmal das Unternehmen google. Natürlich mache ich mir erstmal Gedanken darüber oder erkundige mich, was ist das für ein Unternehmen. Ich hatte tatsächlich jetzt auch einige Coachings, in denen hatten sich Bewerber zwar mit der Position befasst und haben gesagt, boah, das ist total die Position, die ich super finde, haben sich aber gar nicht über das Unternehmen informiert. Und ich meine, da kann die Stelle noch so spannend sein. Wenn ich als Vegetarier im Schlachthof bin, glaube ich nicht, dass ich langfristig glücklich bin. Ist vielleicht als Beispiel ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber um es einfach mal zu verdeutlichen, ja, ist es total wichtig, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist es für ein Unternehmen, was da gerade eine Stelle ausschreibt. Und aus meiner Sicht ist es vorher noch viel wichtiger, dass ich mir überlege, zu welchem Unternehmen möchte ich eigentlich. Also lieber klein, groß. Naja, aber das hat mit dem ersten Satz nichts zu tun, von daher schweife ich da gerne wieder ab. Zurück zum ersten Satz. Also ich google über das Unternehmen. Ich gucke, welche Informationen finde ich über das Unternehmen. Welche Presseartikel finde ich vielleicht jetzt aus der letzten Zeit? Oder vielleicht finde ich über die Personen, die dort arbeiten, weitere Informationen und kann mir daraus ein Bild zusammensetzen, was es für ein Unternehmen ist. Was macht dieses Unternehmen aus? Ja, also ich hatte jetzt eine Bewerbung, da stand so wunderbar in dem über mich vom Unternehmen, so dass wir gemeinsam eine bunte und schönere Welt schaffen können. Also ich meine, das ist doch mal ein Ansatzpunkt. Eine schönere und buntere Welt zu schaffen, hört sich doch schon mal total klasse an. Von daher, solche Sachen kann man natürlich einfach wunderbar aufnehmen.
Was sind die Werte des Unternehmens? Worauf legt dieses Unternehmen Wert? Womit beschäftigt sich das Unternehmen? Ja, gibt es irgendwelche besonderen Produkte, wo Sie sagen, die finde ich total spannend? Wir hatten jetzt eine Bewerbung, da ging es um Goldbarren und Diamanten. Da kann man auch sagen, habe ich leider noch nicht genügend Geld gehabt, um selber das zu investieren. Aber ich unterstütze Sie gerne, das Ihren Kunden anzubieten. Was ist der Wettbewerb? Wo sind die Standorte? Wie kann ich das irgendwie miteinander kombinieren? Also wirklich individuell zu gucken, was macht das Unternehmen? Was finde ich besonders spannend an diesem Unternehmen? Um das aufzunehmen und zu zeigen, ich habe mich nicht nur mit der Stelle, sondern natürlich auch mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Ich hatte einmal einen Qualitätsbeauftragten, da ging es um eine Bewerbung bei Markisen. Und da hatten wir einen Satz, da ging es gerade so in den Herbst hinein und die Markisen waren natürlich alle wieder eingerollt, wo wir dann drüber gesprochen hatten, in den ersten Satz zu formulieren. Leider ist das Wetter schon nicht mehr so schön für Markisen, aber als Qualitätsbeauftragter liegt es mir natürlich am Herzen, dass Ihre Kunden nächstes Jahr immer noch unter einer tollen Markise sitzen und diese sehr langlebig sind. Also von daher überlegen Sie, was sind die Produkte, wie können Sie weiterhelfen und was ist Ihr USP, den Sie dem Unternehmen in dem Zusammenhang gut anbieten können? Also dieses, und stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind ein Personaler und Sie haben 300 Bewerbungen auf eine Stelle. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viele, von daher ist das dann ja nochmal ein anderes Bild. Aber alle Bewerbungen, die irgendwie ähnlich anfangen, da freut sich der Personaler einfach, wenn er mal was anderes sieht. Und das darf durchaus mal ausgefallen sein. Natürlich noch so, dass es zu Ihnen passt und nicht komplett was anderes ist. Aber gucken Sie, dass der erste Satz individuell zu Ihnen und zum Unternehmen passt. Und natürlich muss der erste Satz jedes Mal wieder neu angepasst werden. Genauso wie der Lebenslauf auch auf die jeweilige Position angepasst werden kann. Muss. Ich hoffe, damit habe ich Ihnen ein paar Anregungen, ein paar Ideen gegeben, wie Sie Ihren ersten Satz formulieren können. Und das Beste ist, glaube ich, wirklich einfach erstmal loslegen, schreiben und ein bisschen umformulieren und feilen kann man dann am Schluss immer noch. Viel Erfolg dabei! Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-hurzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-hurzig.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Hurzig.